Hallo liebe KISS-Fans, hier ist euer VH86 mit einem Ausflug zum KISS-Konzert in München am Königsplatz. Und ich bin gerade angekommen und ich muss sagen, Königsplatz, ach du lieber Gott, da ist er mitten in der Stadt. Ja, und ich habe jetzt hier irgendwo einen Parkplatz gefunden, ich hoffe, ich kann hier stehen bleiben. Irgendwo in diese Richtung ist auch schon der Königsplatz, also muss man hinlaufen. Und ja, bin gespannt, wie es wird. Ist ein Open Air, the End of the Road Tour. Die Abschiedstournee von KISS. Nein, mal warten wir erstmal ab. Es gab schon eine Abschiedstournee. Ne? Vielleicht verabschieden sie noch ein weiteres Mal. Ich glaube auch, dass auf jeden Fall nochmal kommen werden, denn jetzt Stadiontournee und dann halt eben ein, zwei Jahre später, eine Woche, ja zwei Jahre, diese Abschiedstournee, kommen sie nochmal mit Hallentournee, denke ich mal, und dann wird es wieder Abschied wahrscheinlich dann endlich mal werden. Aber ich bin gespannt. Und ja, aufs Konzert, ja. Große Erwartung habe ich jetzt nicht, wird wahrscheinlich genauso sein wie jedes andere Konzert von KISS auch. Fast dieselbe Lieder überall, also hier wird es nicht viele Änderungen geben, schätze ich mal. Aber warten wir mal ab, ich bin gespannt. Vielleicht gibt es das noch eine oder andere Überraschung, aber ich bin da eher zwiegespalten. Ja, heute um 19.30 Uhr geht es glaube ich los. Und ja, jetzt lange Zeit warten und dann hoffe ich mal, dass wir in die erste Reihe kommen. Und dann sehen wir uns dann nach dem Konzert wieder. Bis später, ciao. Ja. Ja, ich bin wieder zurück vom KISS-Konzert. Wir haben jetzt wieder strahlender blauer Himmel, Gott sei Dank. Und ja, das Konzert ist vorbei von KISS End of the Road, die Abschiedstournee. Ich habe immer noch ein kleines Tränchen in meinem Auge, ja. Und ja, jetzt ein kleines Konzertberichtlein von mir über das Konzert, über das Ganze drumherum, Security und so weiter und so fort, was ich davon halte und auch was ich von KISS zurzeit halten werde. Ich bin da wirklich ein bisschen, ja, geschockt gewesen, vor oder nach dem Konzert. Ja, fangen wir erstmal an mit der Location, Königsplatz. Ja, ich war noch nie dort, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß, Rockavaria war ja aber auch dort, ist ja auch KISS schon aufgetreten, glaube ich, 2013 war das, glaube ich. Und ja, ich habe nicht gewusst, wo es noch war, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich dachte wirklich noch einen Tag vor dem Konzert, dass das im Olympiastadion stattfindet, was natürlich perfekt gewesen wäre. Da hätte es Parkplätze gehabt, Unmengen. Ja, perfekt zum Ausruhen und Entspannen, alles schön schattig. Und ja, nur durch Facebook von der KISS-Gruppe habe ich gelesen, Bühne wird gerade aufgebaut, schaut riesengroß aus. Wo ist denn bitte das? Säulen? Was? Keine Ahnung, wo das sein soll. Ich geguckt, denke ich, fuck, Königsplatz. Also gut, eingegeben, hingefahren. Ich habe echt nicht gewusst, dass man da, dass es mitten in der Stadt ist, ja, mitten in der Stadt. Ja, also Parkplätze waren schon mal extrem bescheiden. Also wirklich war sie meistens natürlich Park and Ride gemacht. Hätte es gewusst, hätte ich es auch gemacht. Aber trotzdem, ich bin wirklich gut rausgekommen. Also keine Probleme, kein Stau, gar nichts. Gott sei Dank. Denn die meisten sind wahrscheinlich beim Park and Ride gefahren. Es war wirklich null Parkplätze in der Verfügung dort. Und ja, also ganz ehrlich, es ist eine coole Location gewesen, aber mitten in der Stadt und halt eben mit zigtausenden Fans, wo dort hinkommen, war es schon ein bisschen eng. Also das finde ich einfach ein ganz komisches Location gewesen für KISS. Natürlich denke ich mal, die werden einfach das Olympiastadion nicht vollgekriegt haben. Oder nicht Folge bekommen, hätte nicht Folge bekommen, so kann man sagen. Und ja, ich hatte ja Front of Stage, also heißt es natürlich auch hier warten bis zum Unendlichkeit. Ich war eben um kurz vor 11 Uhr hier unten, haben uns erstmal ein bisschen verlaufen, weil ich ja nicht genau gewusst, wo ich hin muss. Leider haben die Securities auch nichts gewusst, also wirklich, ich habe glaube ich 5 Securities gefragt, sagte mal, wo ist denn der Eingang für das Konzert? Das wissen wir nicht. Also wirklich, ich habe fast 3-4 Leute gefragt, immer wieder hat es geheißen, ich weiß nicht, wo hier der Eingang ist. Nein, keine Ahnung, weiß nicht. Natürlich war ich auch im Backstage-Bereich, also ich war dann hinter der Bühne. Aber mein lieber Freund, der Klaus Müller, hat mir gesagt, pass auf, du musst komplett um den ganzen Königsplatz rumlaufen. Und dann ist dann da der Eingang gesagt, getan, auch dann gefunden. Es waren wirklich 2 Eingänge aufgebaut mit jeweils 6 oder 7 Eingängen. Halt eben, also wäre perfekt gewesen. Und natürlich haben wir auch gleich den ersten, natürlich gleich mal besetzt, dass wir auch wirklich alle in die erste Reihe kommen könnten. Haben wir auch gemacht, alles perfekt. Dann haben wir mehrmals umgefragt, wie schaut es denn aus? Bekommen wir da irgendwie Informationen? Werden wirklich alle aufgemacht oder bleiben alle zu? Dann hat es geheißen, es werden alle aufgemacht, da braucht ihr keine Angst haben, es sind alle aufgemacht und so weiter und so fort. Ja, es hat sich langsam gefüllt, bis um 15.30 Uhr war eigentlich nur recht wenig los, aber dann kamen wirklich viele Fans dazu. Natürlich haben wir dabei wird einige Freundschaften geknüpft, beziehungsweise sind wir ins Gespräch gekommen.
Und war auf jeden Fall da ganz cool, war auch alles ganz gechillt, also wirklich keine Probleme gab es da mit den Fans. Ja, wir haben sie uns ausgetauscht, haben uns gegenseitig Käufe, einer aufs Klo musste, dann ist der, hat der andere aufgepasst, damit da keiner vorgeht. Also hat einfach wunderbar funktioniert, wie immer. Coole Gruppe, auf jeden Fall coole Fangemeinde, wie immer, von KISS. Und ja, und dann wurde es 17.30 Uhr, um 17.30 Uhr war eigentlich auch Einlass. Bis um 17 Uhr war die ganze Zeit ein einziger Security da, der aufgepasst hat und die ganze Zeit reingelassen hat von Catering und so weiter und so fort. War auch ganz dramatisch. Und dann kamen dann die Securities dann so langsam und so fort. Um 17.15 Uhr haben wir angefangen, hier dieses Bändchen aufzumachen, aufzudröseln dann. Und da habe ich mir gedacht, das fällt ihnen aber bald ein. Hätte auch der machen können, der hier die ganze Zeit alleine war und nichts zu tun hatte. Er war von 6 Uhr früh bis um 17 Uhr nur rumgestanden und hat nichts getan. Also genauso wie wir, er war nur rumgestanden. Ja, aber dann kam eben dann um 17.30 Uhr das große Erwachen. Oh, es ist ja bald Einlass. Wir müssen uns so viel vorbereiten. Ja, dann wurden mehrmals Gespräche geführt miteinander, ja, wie man auch dann eben diese Karte einreißt. Aber irgendwie, es ist trotzdem, das war glaube ich, ja, wie man die Karte einreißt, weil viele Fans möchten die Karte auch aufheben als Erinnerungsstück und das ist natürlich dann schon schlimm, als eingerissen ist. Mir ist es wurscht, weil das Ding blickt irgendwann in den Schrank. Dann wurde noch besprochen, auf was man jetzt achten muss, bla 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 bla, hier Taschenkontrolle, ja, alles schön und gut. So, um 17.30 Uhr war dann Einlass, dachten wir zumindest. Ja, es wurde 17.35 Uhr, 17.40 Uhr. Es war kein Einlass. Dann hat es geheißen, also, wir machen jetzt die beiden äußeren, ja, Gatter machen wir jetzt zu. Ja, gerade mal, wo ich gestanden war, natürlich am äußersten Gatter. So, dann bricht schon das Chaos aus. Völliges Chaos. Wir hatten vorher wirklich alles. Es war gechillt, es war alles entspannt. Nein, aber jetzt müssen unbedingt diese Gatter zugemacht werden, einfach aus dem Grund, es war zu wenig Personal da. Ja, unglaublich. So, und also noch geheißen, ja, die Wartezeit verzögert sich nur um eine halbe Stunde. Es gab wohl technische Probleme. Was für technische Probleme? Ja, es ist ein DJ aufgetreten, nämlich der gute Thomas Mettelmose von Rockantenne, da gab es wohl technische Probleme, keine Ahnung. Und deswegen wurde eben dann das Ganze verzögert mit dem Einlass. So, ratet mal, was es für ein Chaos war. Jeder wollte dann mit vorrutschen dann. Es gab Beschwerden, ja, was ist hier los, warum geht hier nichts weiter? Also wir faulen Säcke und keine Ahnung. Es wurde geschimpft und gemeckert ohne Ende. Natürlich für uns ist das auch scheiße, weil wir waren ja 11 Uhr stehen wir da vorne dran. Und die Regel hinten auf, weil sie jetzt einmal 2 Stunden warten mussten. Natürlich haben wir auch was entgegengeblättert, ist natürlich klar. Geht mal gar nicht, ja. Und es war auf jeden Fall ein riesiges Chaos. Wirklich, weil die Securities, die konnten da wirklich nichts dafür. Das kam wirklich nur von der Obrigkeit aus, also die waren wirklich die ärmsten Schweine. Erstmal noch ein riesengroßer Respekt vor den Securities, die bei uns gestanden waren. Wirklich, waren echt liebe Leute und wirklich auch zuvorkommend, hilfsbereit, haben uns schon vorher mal abgecheckt, ob alles passt. Also wir können auch dann direkt gleich durchstarten. Und ja, so. Es ist eine halbe Stunde vergangen, natürlich. Es wurden immer mehr Tumulte hinten, es hat immer mehr gedrückt und so weiter und so fort. Es waren noch kleine Jungkinder dabei, 10 bis 6-Jährige waren wir dabei, die auch auf das Konzert wollten. Eine war auch mit der Freundin auf Stage gekommen, mit als KISS geschmückt, echt coole Sache. Cooler Papa auf jeden Fall auch gewesen. Und auf jeden Fall, es war ein reines Chaos. Wirklich, es war nur noch Chaos dann, jeder wurde bloß noch rein, jeder war nur noch genervt. Selbst die Securities waren genervt, weil sie auch keine Informationen bekommen haben von Obrigkeiten, was jetzt genau los ist, was ist passiert oder keine Ahnung. Es war auf jeden Fall furchtbar. So, dann war endlich Einlass. Wir wollten ja eigentlich alle in der ersten Reihe. Der gute Herbert Auer, guter cooler Fan von mir, wo ich auch schon öfters mal beim KISS-Konzert immer getroffen habe, der war schon ganz heiß, der hat schon die Hufe schon geschart, weil er schon vor die erste Reihe wollte, genau wie der Klaus. Jeder war natürlich schon ganz angefixt, dass man vorkommt und wir rennen dann los. Dann geht's los, wir rennen davor, ja, und ich sehe bloß so, wie dann der Herbert stürzt und irgendwie hinknallt und jeder rennt einfach nicht vorbei. Wir sind alle bei der gerannt, ja, und dann waren die Securities da, man musste noch ein weiteres Banner holen für Front of Stage. Und da war nochmal Securities gestanden und die schreien, halt, stehen bleiben, hier geht keiner mehr weiter. Und wir dachten, spinnt ihr jetzt, ja, spinnt ihr jetzt, die haben uns aufgehalten, ja, die haben uns alle aufgehalten, ja, dann mussten wir die Bändchen noch her, ja, hier gibt es erstmal die ersten Bändchen, es gibt noch ein weiteres Bändchen, ein rotes Bändchen, das hier, ja, so.
Dann haben die uns aufgehalten, die haben uns nicht weitergelassen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die weiter vorstürmen, also die sind dann weitergerannt, ja, die sind komplett vorgerannt schon. Und wir so, schau doch mal rüber, die laufen, da ist mir scheißegal, ihr bleibt jetzt hier stehen, das ist Anordnung. Ja, und dann haben wir die alle über den Haufen gerannt, die ganzen Securities. Muss man machen. Also es war eine reine Katastrophe, das war nur Schikane. Ich weiß nicht, was das sein sollte von den Securities, ja. Es hätte alles human ablaufen können, ja, es war kein Stress, gar nichts. Aber warum muss man dann kurz vorm Schluss oder kurz vor dem vom Einlass so eine Scheiße machen von den Securities, ja? Ich verstehe es nicht. Man hätte doch, okay, lauft weiter, macht wirklich die Bändchen und gut ist. Nein, dann wird man nochmal aufgehalten und nochmal so eine verfickte Scheiße wird hier nochmal gemacht. Ich habe so einen Hals gehabt, ohne Witz, ich habe so einen Hals gehabt. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir rennen jetzt einfach weiter und lassen uns eigentlich die Securities einfach hinten stehen. Das ist mir uns dann scheißegal gewesen. Wir haben sie wirklich dann über den Haufen rennen, die ganzen Fans, dann kamen auf die. Die kommen uns zwar festgehalten, aber wir haben uns dann losgerissen. Es war echt nicht schön. Also ganz ehrlich, das war wirklich eine Katastrophe. Das zweite ist noch, es gab auch wieder Meet and Greets. Auch die Leute, wo wir Meet and Greet gehabt haben, haben keine Ahnung oder hat keiner gewusst bis um 17 Uhr, wo ist der Einlass für die Gäste, wo ist der Einlass für die Meet and Greet Leute, ja. Die waren auch bei uns gestanden, keiner hat was gewusst. Auch da hat wirklich auch wieder keiner was gewusst, wo was ist. Und, also katastrophal. So, natürlich haben wir die erste Reihe erreicht, Gott sei Dank. Ja, das war natürlich schon mal sehr cool. Und jetzt möchte ich gerne ein bisschen wieder, wie ich es bei Rammstein schon gemacht habe, einfach wieder hier ein paar Bilder einfügen oder zumindest ein paar Videoszenen einfügen vom Konzert. Wenn ich ein bisschen labere, natürlich ohne Ton. Und jetzt erzähle ich ein bisschen was über das Konzert. Ja, das KISS ist natürlich immer wieder ein Highlight, genauso wie Rammstein. Sind natürlich alte Recken, natürlich sind über 40 Jahre in ihrem Geschäft, die wissen, was sie tun. Und haben natürlich auch viele Hits und Highlights natürlich auch im Repertoire von ihren ganzen Songs. Und ja, als Vorband war zuerst Rockantenne DJ Thomas. Hier haben wir auch so einen kleinen Zeitplan haben wir gekriegt, wann was anfängt. Ja, und zwar um 17.30 Uhr wäre eigentlich Einlass gewesen, um 18.30 Uhr bis um 19.45 Uhr wäre eben dann diese Rockantenne DJ Thomas Metal Moser gewesen. Und natürlich hat der auch ein bisschen halt auch da also angefangen, um 18.45 Uhr hat er angefangen. Also bloß hat er gerade mal 4-5 Lieder spielen können, danach war es schon wieder vorbei. Denn er hat nämlich die Idee gehabt, er bringt mal so ein kleines Best-of raus von den ganzen Vorbands, die mal bei KISS gespielt haben. Und das war wirklich eine echt coole Idee. Die haben gespielt Mötley Crüe, Girls, Girls, Girls. Dann haben sie Bon Jovi gespielt, Iron Maiden, die Ärzte und dann noch zum Schluss noch Rammstein Engel, weil die haben jetzt einmal mit in Südamerika mitgetourt und das war natürlich schon cool, aber leider musste dann aufhören, weil es war dann die Zeit zu kurz. Denn um 19.45 stand nämlich hier drauf Maler David Garibaldi. Haben die ja einen Schatten? Ein Maler als Vorgruppe? Was ist denn das für Einheizer, ja? Also, aber hat er Gott sei Dank abgesagt, der war wohl schon mit auf der US-Tour mit dabei. Und Gott sei Dank ist der dann erstmal verschwunden. Ja, als nächstes kam dann eben, dafür kam aber eine andere deutsche Rockgruppe, nämlich The New Roses. Und muss sagen, die haben mir wirklich echt gut gefallen. Waren wirklich sehr interessant. Also war halt so, ja, ganz ein Roses-Verschnitt kann man das sagen. Aber haben echt gute Stimmung gemacht, haben uns wirklich gut eingeheizt. War wirklich echt coole Sache. Und wirklich, ja, schönes Setting auch. Auch die Lieder, manche Lieder waren echt richtig klasse. Auch mitgegrölt, war wirklich richtig toll. Also die Vorgruppe war diesmal wirklich sehr gut. Hat eine halbe Stunde gespielt, perfekt. Und dann war erstmal wieder Pause. So, und dann sehen wir auf der Bühne irgendwelche Zivilisten rumlaufen mit Kindern. Also 7-8-Jährige waren oben auf der Bühne, haben ein Ding umgehabt. Was ist denn jetzt das? Ich habe ja gewusst, dass es eben in Amerika auch diese Meet and Greet Ultimate Tickets gibt. Die kosten $5,000 oder 5.000 Euro kosten die. Und du kannst eben dann die Boots anziehen von Gene Simmons und von Paul Stanley und kannst dann alles angucken, die Bühne angucken und so weiter und so fort. Und ja, ist schon mal echt cool. Hinter uns war jemand gestanden, der hat auch ein Meet and Greet gehabt. Ich habe ja auch schon vor ein paar Jahren zwei Meet and Greets gemacht und da war es wirklich nur einigermaßen in Ordnung. Hast 800 Euro gezahlt und hast immer die Band getroffen, hast es unterschreiben lassen dürfen, konntest was mitbringen zum Unterschreiben, hast eine Akustik-Set gespielt bekommen, war echt eine coole Sache. Und ja, der hinter uns war, aber eben auch beim Meet and Greet, der hat auch 800 Euro gezahlt und die haben ein vorunterschriebenes, signiertes Foto bekommen und das Bild. Und das war's. Für 800 Euro.
steiges Stück. Wirklich steiges Stück. Ja, und die, wo eben dieses 5.000-Euro-Ticket bekommen haben, die durften eben auf der Bühne vorbeigucken und durften auch mal im Backstage-Bereich mit reinschauen, wie sie sich schminken und so weiter und so fort. Und auch dann haben die auch sich ein Foto aussuchen dürfen, bei wem sie auch ein Bild bekommen haben mit einem, ja, Bandmitglied seiner Wahl, ja, aber nur ein Bild, ja, also mit einem Bild mit komplett geschminkt, das war aber auch alles, also es ist ein Selfie sozusagen und natürlich das ganz normale Bandfoto und du hast dann die Möglichkeit eben dann vor dem ersten der Reihe noch zu stehen und zu sitzen und dann die Band direkt von oben, von unten anzugucken. Und das hat mich extrem geschockt, einfach aus dem Grund, ja, die Securities, die müssen ihren Job machen, der Kameramann, wo Kiss dabei ist, ja, der muss da hin und her rennen und dann stehen diese ganzen Schnärpfe da vorne rum, ja, lauter so Großköpfe, die einfach halt reiche Säcke sind, die aber nie wirklich was mitmachen, da waren wirklich alte dabei, das muss, glaube ich, irgendeine Mutter von irgendeiner Bandmitglied gewesen sein, so alt war die schon, ja, katastrophal mit ihr, ja, Enkeltochter, die hier zugeschnitten ist, bis zum Geht nicht mehr Tin rausgehängt haben, also unmöglich, ja, nur damit sie halt eben sich den Polster nicht angeln kann. Dann noch die andere Mutter hier natürlich auch mit Perlen und mit ja, Saphiren besetzten Totenkopf, Rückenjacke angezogen, also unmöglich. Also, so, dann sind die oben rumstolziert, ja, aufgeblasene Titten, da war aber doch furchtbar. Da waren die vor uns gestanden. Die Securities waren erstmal total verzweifelt, was wollen sie machen, weil was soll das, ja, die sollen ihre Arbeit machen und wie sollen die bitte irgendjemanden rausziehen, wenn da diese ganzen, ja, Zivilisten da rumstehen und vor sich einfach bloß hingrölen, also furchtbar, das war wirklich, das fand ich extrem schlimm und da sieht man wieder, KISS ist einfach nur noch auf Geld aus, ganz ehrlich, und das fand ich, also das hat mich extrem gestört. Das können sie machen, mir ist scheißegal, aber die hätten ja auch oben stehen können an der Bühne, wäre ja wesentlich cooler gekommen als unten in dem Graben. Ja, und vor allem, ja, was bekommen natürlich die alles zugeschmissen, Black Trends, alles nach und nach, bekommen hingeschmissen natürlich, bekommen natürlich die meisten von uns natürlich nichts ab. Ist klar, weil die mir natürlich, die müssen ja auch bezahlt werden, die unten stehen, also werden die auch alles schön hingeschmissen, was alles so gibt, Black Trends, alles, also was es halt so gibt. Also das hat mich schon mal extrem aufgeregt, also nur noch Geldmacherei, ja, also 5.000 Euro, es ist nicht mehr Relation, was man dafür bekommt, ganz ehrlich, also ich finde es einfach unmöglich, tut mir leid, dass ich jetzt so über KISS jetzt herziehe, aber ich finde es einfach nicht in Ordnung, oder wie seht ihr das? Also 5.000 Euro am Fan aus der Haaren zu ziehen, nur um das mal, also ganz ehrlich, also ihr habt es auch schon gemacht, für 1.000 Euro, für 800 Euro, aber das war wirklich noch einigermaßen noch human, okay, ich bekomme nur ein Akustikset zu hören, aber nur das, es war, naja, okay. Lassen wir das Thema. Ist nochmal so gewesen, die waren unten gestanden, waren auch unten auf diesen Podesten gesessen, wo halt eben dann die Security hochsteigen müssen, um eigentlich die Leute rauszuziehen. Haben sie draufgesetzt. Auch vor uns war eben diese alte Tusnelda gestanden, diese Mutter von irgendjemandem da unten, ja. Hat sich hingesetzt, hat sich ausgeruht und hat ihr Bier getrunken, ja. So. Band fing an, war wirklich cool, natürlich wie immer, KISS, you want the best, you got the best, the hottest band in the world, KISS, ja, natürlich am mitgegründet, alles und war wirklich sehr, sehr geil, ja, KISS, die Bühne war riesengroß, Wahnsinn, wirklich war wahnsinnig geil, aber dann fing es eben mit Detroit Rock City an und natürlich mit den ganzen Liedern, die man halt schon zu zigtausend Malen auf den Konzerten gehört hat, natürlich ist natürlich auch klar, die Fans wollen die alten Lieder hören, ist natürlich völlig klar, aber es wurde wirklich kein einziges Lied gespielt, was wirklich sehr selten gespielt wurde. Lieder, die man einfach alle natürlich kennt, natürlich ist es natürlich auch für KISS natürlich auch wichtig, sowas zu machen, aber ich hätte mir einfach mal gewünscht, um ein bisschen noch, es ist das letzte Konzert, mal da Sachen zu spielen, die ja eben sonst nicht gespielt worden sind, wie zum Beispiel I Am Legend Tonight. Ja, also halt wirklich so Lieder, die man wirklich so fast gar nicht mehr gehört hätte, aber nein, es sind wirklich Lieder dabei gewesen, also Lieder, die man schon zigtausendmal gehört hat und natürlich grünen wir es auch wieder mit, ist natürlich klar. Say Yeah ist natürlich ein Hammerlied von dem neuesten, vom Sonic Boom Album, ich liebe dieses Lied, ja, ist auch cool, aber ansonsten, ja, das war einfach komplett berechenbar. Kennst du ein Konzert von KISS, kennst du alle kann man fast so sagen. Ich finde es ein bisschen schade, also ich habe jetzt KISS, glaube ich, schon 10 oder 11 Mal gesehen und es ist einfach wirklich so, es ist einfach immer dasselbe.
Die Bühne ist natürlich bombastischer und größer und alles und so weiter und so fort. Aber auch hier die Pyrotechnik-Effekte waren auch nicht mehr so viel wie jetzt beim letzten Mal. Und auch bei God of Thunder, wo eigentlich hier Gene Simmons mit einem Draht nach oben fliegt, auch das wurde nicht mehr gemacht, sondern hat sich auf eine Podestgestelle nach oben gefahren. Sie werden einfach alt. Das ist auch in Ordnung. End of the Road ist in Ordnung. Sie sind halt schon etwas älter ins Alter gegangen, ist natürlich klar. Aber ja, also viele Effekte haben einfach immer so gezunden wie früher, vor ein paar Jahren noch, oder vor 2 Jahren eigentlich, da ist es noch geflogen. Die Bühne trotz all dem ist wirklich bombastisch gewesen, auch der Schluss natürlich hier. Was ich aber cool fand, ist natürlich auch hier Psycho Circus, haben sie auch eine coole Aufnahme gemacht von den ganzen riesengroßen Bildschirmen. Das ist ein riesengroßer Wahnsinn, also es war wirklich, die Bühne war wirklich phänomenal, ja, sowas kann man eigentlich nicht sagen. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und die Stimmung war auch, finde ich jetzt persönlich, sehr gut. Ich habe mal rumgeguckt, also haben auch wirklich sehr viele mitgeguckt. Das Konzert war nicht so gut wie das ausverkauft. Es gab ja keine Sitzplätze, nur Stehplätze. Und ja, haben sie jetzt 20 Lieder gespielt. Natürlich, der Schluss natürlich hier Rock'n'Roll Night. Aber was ich auch sehr cool fand, ist hier, dass Eric Singer Beth gespielt hat mit Piano. Und das war schon mal richtig stark, hat mir extrem viel Spaß gemacht, das anzugucken. Auch Crazy Nights war auch richtig klasse. Fand ich auch richtig klasse. Auch da war richtig gute Stimmung dabei. Und natürlich Rock'n'Roll Night, natürlich hier der größte Hit von allen. Natürlich auch I Was Made For Loving You, aber bei Rock'n'Roll Night natürlich fliegt Eis in Luft und Konfetti-Regen und einfach war schon wirklich echt phänomenal und war natürlich richtig, richtig klasse. Aber jetzt kommt noch ein großes Aber, auch hier haben wir wieder einen kleinen Hinweis. Die Fans, wir waren alle in der ersten Reihe gestanden, es war wirklich auch bei uns sehr friedlich, es hat keiner geschubst, gar nicht, es war wirklich extrem entspannt da vorne in der ersten Reihe, wirklich echt klasse. Und auf einmal springt diese alte Tosnell da auf und führt sich auf wie der letzte Mensch. Ich habe gar nicht mitgekriegt, was es geht überhaupt. Und auf jeden Fall, dann gibt es ein riesengroßes Gerangel und ein Geschimpfe und hatte behauptet, dass mein Nachbar neben mir sie angepinkelt hat. Und dass alles unter ihr nass ist und dass jetzt auch sie komplett voller Urin ist und er muss jetzt raus und keine Ahnung. Dann kamen die ganzen Securities angerannt und haben alles überprüft. Also es war was Nasses auf dem Boden, natürlich. Aber der hat nichts gemacht. Da war die ganze Zeit neben mir gestanden und ich hätte auch was bemerkt, wenn irgendwas rumgesprieselt wäre an mir. Und man hätte ja auch gerochen, dass hier Urin dran ist. So, einen riesengroßen Tumult und der hat sich auch für wie der letzte Mensch. Ja. Reiche Schnösel, ja. So, und was wurde jetzt passiert? Ja, er wurde rausgezogen und er kam nicht mehr wieder. Auf dem Boden vor ihm lag aber auch nichts. Es war keine Wasserpfütze, gar nichts. Und der hat sich auch für weiterhin. Und also ich glaube, also ich habe so meinen Verdacht, dass die hat nämlich auch selber Bier in der Hand gehabt und ich habe den Verdacht gehabt, dass die einfach gestört war von ihm, weil halt eben er hat natürlich auch rumgegrölt hat und rumgetanzt hat, weil es war auch auf dem Konzert, hat auch Macht, ist ja völlig logisch, man geht auf ein Konzert, um sich auszutoben, ja, um nicht nur dazustehen und einfach sich hinzusetzen und zu gucken, ach, die spielen ja ganz toll da oben, ja, man geht halt auch mal mit bei dem Konzert. Und ich glaube, dass die ihr Bier vor sich ausgekippt hat, und gesagt, er war's. War Engländer, Amerikanerin, natürlich auch für die Security natürlich auch schwer zu verstehen, weil die haben auch nicht so extrem gute Englischkenntnisse. Er wurde rausgezogen, sie hat sich wieder hingesetzt und das war's dann. Ich war entsetzt. Und nach dem Konzert haben wir dann erfahren, dass der wirklich vom Konzertgelände entfernt wurde, komplett. Ja, also er durfte auch nicht mehr weiter gucken, er war wirklich außerhalb von dem ganzen Teil und wurde wirklich rausgeschmissen. Nur wegen dieser dummen Schnäpfe. Also ich war wirklich extrem entsetzt und das hat auch wirklich keinen Spaß mehr dann gemacht. Ja, weil man musste, aber das hätten sie mit allen machen können. Das hätten die mit allen vorne machen können, weil nämlich die konnten ja machen, was sie wollen da vorne. Da war auch noch diese andere Tussnell hier mit diesen hochgesteckten Titten da. Ja, ich habe nämlich vom Gene Simmons nämlich diese Wasserflasche gefangen, ja, der hat nämlich ausgekippt, sich seinen Schwanz abgetrocknet mit seinem, von seinem Blut und schmeißt mir direkt zu. Und da ist halt ein paar Wassertropfen auf sie drauf gegangen, ja, und hat ihm auch schon angeguckt, du geh mir her, ja. Ja, im allem Großen und Ganzen war das Konzert natürlich wirklich sehr cool.
Abschiedstournee, okay, ich denke mal, die kommen auf jeden Fall jetzt nochmal wieder in einem Jahr als Heimtournee, weil es hat Oberhausen gefehlt, Hamburg hat gefehlt, jetzt wirklich die ganzen großen KISS-Fans, Städte fehlen eigentlich noch komplett. Ich denke mal wirklich, dass die auf jeden Fall nochmal kommen werden. Und wenn, dann gehe ich auf jeden Fall noch einmal noch hin. Aber ich glaube, ich werde diesen Sitz, mir einen Sitzplatz holen und das, den Stress, wie ich mir nicht mehr mal. Es war wirklich extrem stressig. Also Organisation echt extrem mies auf diesem Königsplatz. Aber na gut. Ja, das war so ein bisschen das Konzert von mir, wo ich erfahren habe oder wie es mir gefallen hat. Gemischte Gefühle, ganz ehrlich. Und ja, freue mich wirklich auf Rammstein jetzt am 12. Juni jetzt. Und trotz alledem, es war natürlich nochmal ein Highlight, nochmal KISS zu sehen. Auch wenn sie jetzt nicht mehr auf dem Höhepunkt sind, wie sie mal waren. Aber es gab natürlich auch ein bisschen Merchandising auch wieder. Haben wir ein T-Shirt gekauft, nämlich das hier in Weiß. Ja. End of the Road und natürlich hier mit dem ZZ-Zeichen und hinten drauf haben wir dann die Tourdaten. Sieht man es? Sieht man es? Jawohl, ein bisschen sieht man es. Leider natürlich auch hier eben mit unserem deutschen Logo. Ich möchte aber gerne noch das normale Logo haben. Und da will mir der liebe Klaus mit dem das so besorgen aus Prag. Es gab auch ein Tour-Shirt, oder zumindest ein München-Shirt gab es auch noch, wo Munich draufsteht, aber leider war es schon ausverkauft. Gab nur noch S und S ist mir ein bisschen zu klein. Die T-Shirts haben so zwischen 40 und 45 Euro gekostet. Auch Jacken gab es, diese Longsleeve-Pullover gab es auch. Die haben 60 gekostet. Dann gab es auch noch drei Becher, die wohl wirklich cool ausschauen. Einmal hier der Storia-Becher, der war wirklich cool. Und dann haben wir hier noch dann den Gene Simmons-Becher. Hier auch, der war sehr cool. Auch hier natürlich. Und hier nochmal eben dann die komplette Band und hinten drauf nochmal KISS. Auch den finde ich sehr cool. Und die haben jeweils 2 Euro Pfand gekostet. Habe ich mir einfach bei dem Pfandrückgabestand geholt. Habe nochmal 2 Euro gezahlt und das passt und so weit. Und dann gab es auch noch ein Tourbook. Natürlich muss das Tourbook bei mir sein, denn ich habe alle anderen Tourbooks ja auch. Und das schaut schon mal richtig cool aus mit dem Glanzeffekt hinten drauf. Und auch coole Bilder mit dabei. In den eben kompletten Touren, wo sie gemacht haben hier. Also wirklich ein sehr schönes Tourbook auf jeden Fall. Das hat 30 gekostet. Also Preis natürlich ein bisschen teurer als von Rammstein gewesen, aber ist natürlich auch KISS, ist klar. Und ja, wie fand ihr die Konzerte, wo ihr schon mal wart, als auf KISS? Bin gespannt, dass man ein paar Kommentare da, wie findet ihr das Ganze mit den Securities auch und wie findet ihr das auch das mit dem Meet & Greet mit 5.000 Euro? Natürlich, wenn man sich leisten kann, ist es ja kein Problem. Aber ich sehe einfach den Sinn dahinter, dass die vorne vor der ersten Reihe sind, wo ich da die Securities arbeiten sollen. Das finde ich einfach unmöglich. Und die hätten auch wunderbar oben an der Bühne stehen können, was nämlich auch wesentlich cooler gekommen wäre als da unten. Ja, also schaut mal bei Kommentare rein, wie ihr das findet. Und ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Den kleinen Einblick auf das Konzert. Und ja, das war's von mir. Und bis dann. Tschüss mit Ü und Beep.